Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich darf euch alle ganz herzlich heute wieder einmal begrüßen zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Wir mussten lange auf diesen gemeinsamen Gottesdienst verzichten. Das ist vielen von uns schwer gefallen. Aber nicht nur der Verzicht auf den Gottesdienst ist uns schwer gefallen, auch der Verzicht auf so manch anderes, was uns lieb geworden ist, vor allem auf die Kontakte, auf die Begegnungen, auf die Besuche, all das ist uns sicherlich auch schwer gefallen, ganz besonders an einem Ort wie diesem hier im Heim Santa Catharina. Ich werde diesen Gottesdienst heute auch aufnehmen und den Versuch wagen, diesen Gottesdienst all jenen Menschen dann online zur Verfügung zu stellen, die an diesem Wochenende sich noch nicht getrauen oder nicht die Möglichkeit haben, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Aber von diesem Gerät brauchen wir uns als Gottesdienstgemeinde nicht irritieren zu lassen. Wir werden weiterhin noch die Begrenzungen einhalten und manche Hygienevorschriften einhalten müssen, um uns nicht gegenseitig in Gefahr zu bringen. Und so werde ich nach dem Agnus Dei, kurz vor dem Kommunionempfang, mich selber desinfizieren und einen Mundschutz anlegen, damit ich euch auch in geschützter Weise die Kommunion reichen kann. Jetzt aber wenden wir uns an Gott mit einem unserer ganz bekannten Eröffnungslieder aus der Schubert-Messe und wir wenden uns an den, von dem wir wissen, dass wir von ihm Hilfe erfahren, Nummer 711. Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Wem künd ich mein Entzücken, wenn freudig pocht mein Herz? Zu dir, o Vater, komm ich in Freud und Leiden. Du sendest ja die Freuden, du heilest jeden Schmerz. Herr Jesus Christus, du bist zum Vater vorausgegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten. Herr, erbarme dich unser. Du hast gesagt, du lässt uns nicht wie Weise zurück. Christus, erbarme dich unser. Du wirst eine neue Form finden, uns zu begegnen, uns nahe zu sein, mit uns zu kommunizieren. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns alle Sünde und Schuld und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, unser ganzes Leben präge und verwandle. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelten wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten,
dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinem von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. 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 Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch, nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater und ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitchristen, vom 15. März bis zum 15. Mai, also genau 2 Monate, war es verboten, öffentlich Gottesdienst zu feiern. So etwas hat es, glaube ich, in unserer Erinnerung bis jetzt noch nicht gegeben. Der große Shutdown hat nicht nur die Kirchentüren verriegelt. Wochenlang waren auch viele andere Türen verschlossen, waren Menschen eingeschlossen in ihre eigenen 4 Wände, mussten Menschen Einsamkeit und Isolation aushalten und mit ihren Sorgen und Ängsten allein zurechtkommen. Wir sollen uns und die Mitmenschen schützen, hat es geheißen, indem wir zu Hause bleiben, indem wir Sozialkontakte meiden, Abstand halten und auf vieles verzichten, unter anderem auch auf Berührung oder auf den gewohnten Händedruck. Schau auf dich, schau auf mich, lautet die Infokampagne der Bundesregierung. Und so paradox das auch klingt, in Zeiten von Corona haben wir die Nächstenliebe gelebt, indem wir auf Distanz gingen und jeden unnötigen Kontakt vermieden haben. Man mag darüber getrennter Meinung sein. Sicher aber ist, dass durch diese Konsequenz und dass durch unsere Disziplin es gelungen ist, das Schlimmste abzuhalten. Die apokalyptischen Prognosen, was alles sein könnte, die sind weitgehend nicht eingetroffen. Und daher finde ich es angebracht,
dem heutigen Bittsonntag zunächst einmal ein großes Dankeschön voranzustellen und ihn auch sozusagen zu einem Danksonntag zu machen. Liebe auf Distanz scheint eine neue Form der Nächstenliebe zu sein. Liebe auf Distanz ist ein Phänomen, das sicherlich viele von uns zur Genüge kennen. Denken wir nur an die Kinder, die auf die Nähe ihrer Eltern verzichten müssen, weil beide Eltern arbeiten gehen müssen oder weil sie getrennt leben. Denken wir an die Kinder, denken wir an die Eltern, die keinen Zugang mehr finden zu ihren vielleicht mittlerweile flügge gewordenen Kindern. Denken wir an Menschen, die freiwillig oder unfreiwillig ein Single-Dasein führen und mit allem im Leben allein zurechtkommen müssen. Und denken wir an viele alten Menschen, die sich bestenfalls noch an gute alte Zeiten eines schönen Miteinanders erinnern können. Liebe auf Distanz, das ist auch eine zutiefst christliche Erfahrung. 40 Tage nach Ostern am Fest Christi Himmelfahrt verlässt Jesus diese Welt. Er geht also sozusagen ein Stück weit auf Distanz. Nur wenigen Menschen war es vergönnt, ihren Erlöser hautnah zu erleben. Die allermeisten Christinnen und Christen leben zu ihm, einer schon von Geburt auf, eine Liebe auf Distanz. Ich lasse euch aber nicht als Waisen zurück, sagt Jesus. Ich arbeite an einer Brücke zwischen Himmel und Erde, an einer Schnittstelle, wie es in der Computersprache heißt. Ich werde eine Möglichkeit finden, wie wir auf Distanz trotzdem gut kommunizieren können. Corona hat uns ja bereits erfinderisch gemacht. Da haben Menschen angefangen, vom Balkon aus zu kommunizieren, indem sie miteinander gesungen haben. Die sozialen Medien sind heiß gelaufen. Wir haben gelernt, über Bildschirme zu kommunizieren und Videokonferenzen abzuhalten. Irgendwie ist es gelungen, auch hinter verschlossenen Türen in Kontakt zu bleiben. Und so sollte es doch eigentlich auch in der Beziehung zu Jesus sein. Durch seine Himmelfahrt hat er sich entfernt, manche haben ihn auch noch weiter entfernt, als er sich selber entfernt hat. Er lässt uns aber nicht als Weise zurück. Er richtet eine Schnittstelle ein, eine Brücke, er schafft eine neue Kommunikationsebene. So wie wir in sozialen Medien mit unseren Freunden kommunizieren, so sollten wir mit unseren realen Freunden auch einmal über Jesus kommunizieren, ihn zur Sprache bringen, über religiöse Themen sprechen, auch einmal uns über Glaubensfragen unterhalten. Auch die vielen Online-Angebote, die wir in den letzten 2 Monaten kennengelernt haben, werden aufrecht bleiben. Und auch mein persönlicher Kontakt zu Jesus, der ist eigentlich vergleichbar mit einem privaten Telefongespräch, das ich von allen Orten aus kostenlos führen kann, auch von meinem Zimmer. Bleibt zu hoffen, dass bei all den Online-Angeboten trotzdem noch die Sehnsucht wach bleibt, all das auch wieder einmal in Gemeinschaft und ohne Angst erleben zu dürfen und auch zu wollen. Amen. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Guter Gott und Vater, Jesus hat uns einen Beistand verheißen, der immer bei uns bleibt. Im Vertrauen auf ihn bitten wir dich. Für alle, die sich in der gegenwärtigen Situation von den Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie eingeengt fühlen, gib ihnen Verständnis und Einsicht in das Notwendige. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Mitglieder der Krisenstäbe, die Verordnungen erlassen und Sorge für das Gesundheitswesen tragen, lass sie das Wohl aller Menschen im Blick behalten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die durch die notwendigen Einschränkungen wirtschaftlichen Schaden erleiden, eröffne ihnen Wege, wie sie diesen erträglich halten können, und lass sie ausreichend Hilfe finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die durch die Pandemie leiblich oder seelisch zu leiden haben, stärke sie und lass sie Heilung erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kinder und Jugendlichen, deren Fest der Erstkommunion oder der Firmung auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist, stärke sie durch den Heiligen Geist, der ihnen in der Taufe zugesagt worden ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde und für die vielen Opfer der Pandemie, nimm sie auf in deine himmlischen Wohnungen. Wir bitten dich, erhöre uns. Besonders beten wir heute für Theresia Werth, für Elsa Maas, Sophia Schranz und Angehörige, sowie für Hermann Zahlner und Angehörige. Um all das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Du gabst, o Herr, mir Sein und Leben und deiner Lehre himmlisch Licht. Was kann dafür ich Staub dir geben? Nur danken kann ich mir doch nicht. Nur danken kann ich mir doch nicht. Wohl mir, du willst für deine Liebe ja nichts als wieder lieb allein. Und Liebe, Dank, erfüllte Liebe, soll meines Lebens Wonne sein, soll meines Lebens Wonne sein. Beten wir miteinander, dass der allmächtige Gott unser Opfer wohlgefällig annehme. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Hermann und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Und Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor jeder Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Der Leib Christi, der Leib Christi, der Leib Christi, der Leib Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria bitten wir jetzt um seinen Segen für uns, für das Haus, in dem wir wohnen dürfen, für das Land, in dem wir wohnen dürfen, für die Menschen, die teilweise vielleicht noch in einer gewissen Abgeschiedenheit oder Angst leben müssen. Segne du Maria, segne mich dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find. Segne all mein Denken, segne all mein Tun. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch der allmächtig euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.